Es ist Zeit für das große Finale des Länderspielpokals der Frauen. Deutschland gegen USA heißt die Finalpartie. Und wir werden unser Bestes geben, dass wir ein spannendes Spiel bekommen und natürlich am Ende den Pokal in der Hand halten. Und ich bin sehr gespannt, wie gut die Amerikanerinnen hier spielen. Denn tatsächlich sind sie, ja, sie haben die beste Spielerin im Spiel, nämlich Wombatsch. Und die ist ja so ein bisschen zu vergleichen mit Cristiano Ronaldo bei den Männern. Das wird nicht einfach. Wir gehen einfach mal da vorne, haben Heimrecht sozusagen. Wo ist das Spiel überhaupt? Wir spielen mit den weißen Trikots und die Amerikanerin in den blauen Trikots. Und das ist unsere Startaufstellung. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob wir noch was ändern. Und ob wir nicht Kessler hier auf die Stelle von Gößling setzen. Da stimmt zwar die Position nicht ganz, aber Kessler ist noch ein bisschen fitter. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Ansonsten bin ich mit meiner Mannschaft ganz zufrieden. Auch ja, Leupolz ist auf der Bank, die ist eh nicht so stark in diesem Spiel. Und so werden wir es angehen. Und wir spielen im Estadio Mestalla. Das ist Valencia, glaube ich, oder? Ja, werden wir gleich sehen. Und ja, ich bin sehr gespannt, weil es das Finale ist. Ich lasse ich einfach mal so ein bisschen die Zwischensequenzen laufen, weil das auch mal ganz interessant ist zu sehen. Und auch die Stimmung so ein bisschen rüberbringt. Also, Estadio Mestalla, Länderspielpokal der Frauen. Wir sind im Finale bei der Partie zwischen Deutschland und den USA. Also quasi ein Traumfinale. Und darum geht's. Das ist der große Pokal, den wir am Ende in den Händen halten möchten. Auf alle Fälle. Hier sehen wir nochmal, wie wir uns ins Finale gekämpft haben. Mit einem Elfmeterschießen-Sieg gegen die Schweden. Dann gegen ein ja, verdientes 1:0 gegen die Engländer. Und jetzt wird's eben spannend. Deutschland, hier ist ja der Hype der Frauen, von Frauenfußball sehr, sehr groß. Noch viel schlimmer. Ja, was heißt schlimmer? Also noch viel größer ist der Hype bei den Amerikanerinnen. Denn tatsächlich hört man von den US-Frauen mehr als von den US-Männern. Lauschen wir in die Hymnen, die deutsche Hymne. So, die Deutschen topfit und viele Fans im Stadion und hier die Hymne der Amerikanerinnen. Auch hier die Torhüterin der Amerikanerin ist wirklich ein Biest im Tor. Aber wir haben auch ein Biest, nämlich Nadine Angerer. Also somit auf der Deutschland-Position relativ ausgeglichen. Hier sehen wir die Startelf von Deutschland. Also was wir vorhin eingestellt haben. Kessler im defensiven Mittelfeld. Angerer im Tor. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. Hier nochmal der Pokal. Und dann sehen wir gleich auf die Aufstellung der Amerikanerinnen. Hope Solo eben im Tor. Und ja, hier Wombatsch vorne mit der Nummer 20 neben Morgan. Also das wird ein ganz anstrengendes Unterfangen, die aufzuhalten. Und vor allem müssen wir da sehr aufpassen, dass sie nicht aus der Entfernung aufs Tor schießen kann. Denn da ist die Chance, dass sie trifft, sehr, sehr hoch. Genau, und Ingrun Svanstøttir ist die Schiedsrichterin. Hallo! Und haben die... Achso, ich wollte gerade sagen, sind das rosa Schals, aber das ist nur die Amerika-Flagge. Sah gerade sehr verwirrend aus. Gut, Finale, erste Halbzeit beginnt jetzt. Und los geht's! Die Deutschen von links nach rechts in den weißen Trikots und zeigen gleich mal, wie es hier 90 Minuten weitergehen wird. Ja, und die Amerikanerinnen auf das andere Tor in den blauen Trikots und beide natürlich hoch motiviert. Ich warte ein sehr schnelles Spiel. Erste Flanke rein, ah, der war ein bisschen hoch, direkt aufs Tor und Hope Solo im Tor der Amerikanerin mit der ersten, ja, ich möchte es nicht sagen Parade, aber mit der ersten positiven Aktion für die Amerikanerinnen. So, also Deutschland momentan sehr gut im Ballbesitz. Das kann man schon mal in den ersten Sekunden ja, feststellen. Die Amerikanerinnen ja, vielleicht momentan noch ein bisschen überfordert
mit dem schnellen Spiel der Deutschen momentan. Und jetzt hier, großer Fehler. Sasic ist das. Hat den Ball aber nicht kontrollieren können. Und jetzt geht's zum ersten Mal nach vorne. Morgan, die ist irre schnell. Ich kann sie gerade so abwehren, aber nur mit einem Foul. Und hier unten sehen wir übrigens Hupsolo, die gerade zum Ball läuft. Wichtiges taktisches Foul, gibt aber keine gelbe Karte. Hätte man schon gelb geben können. Und jetzt wird es zum ersten Mal kritisch, denn die Amerikanerinnen mit dem Freistoß. Und ja, wo ist Wombatch? Die steht irgendwo da unten. Ich stelle mich mal dazu. Aber überhaupt kein Problem. Also gut abgewehrt der Verteidigung. Und diesmal kriegen wir einen Freistoß. Und versuchen uns mal wieder im Spielaufbau nach vorne. Nö. Betonung liegt auf Versuchen. Und auch die Amerikanerinnen spielen ein bisschen nach hinten. Hinten rum und versuchen langsam das Spiel aufzubauen. Das, was ich eben versucht habe, funktioniert bei mir anscheinend nicht so gut. Deshalb lasse ich das nächste Mal. Knapp am Ball vorbei. Und hier war Wombatch, ich glaube, zum ersten Mal am Ball. Hat aber direkt einen bösen Fehlpass abgeliefert. Ja. Gut, schauen wir mal, was dieses Spiel so noch mit sich bringt. Ich habe hier eigentlich ein Offensivfußball-Feuerwerk erwartet. Sie spielen auch beide Mannschaften eigentlich ganz gut nach vorne. Und es geht eigentlich immer recht schnell, wenn eine mal den Ball verliert. So jetzt zum Beispiel. Und das Umschaltspiel. Na, da muss ich mal wieder nach hinten, weil da ist zu eng. Schöner Ball nach vorne, aber zur falschen Spielerin. Und jetzt hier, Wombatch, oder? Ist es? Nee, Rapins ist das. Wombatch ist oben in der Mitte. Und jetzt erste große Chance für die Amerikanerinnen, war aber nur ein kleiner Kopfball. Und die Schiedsrichterin irritiert mich enorm, weil die ist ebenfalls blau angezogen. Das sollte doch nicht in einem Finale passieren. Und Wombatch, hier haben wir gesehen, warum sie die beste Spielerin im Spiel ist. Krasser, gerader Schuss. Bei anderen Spielern ging der drüber oder einfach nicht fest genug, aber bei ihr, ja, sah das ganz gut aus, nur die Richtung hat nicht ganz gestimmt. Zum Glück für die deutsche Mannschaft. Und jetzt kommen sie schon wieder. Also es ist definitiv offensiver als im letzten Spiel gegen die Engländer. Und jetzt spielt sie mir den Ball in den Fuß. Das ist gut. Und jetzt versuchen wir uns mal wieder beim Offensivspiel. Waren schon länger nicht vorne. Das war ziemlich gut. Haben eine schöne Flanke rein. Naja. Schön war es nicht. Aber war eine Flanke. So. Und Kessler, komm, die haut einfach mal drauf. Huhuhuhu, war gefährlicher als ich dachte. Ja, da sehen wir nochmal in der Wiederholung, dass die Torhüterin sich da ganz schön strecken musste. Und da war wahrscheinlich auch die Sicht ein bisschen versperrt. Ich weiß nicht, reagieren die Torhüter in FIFA auf Sicht? Das wäre eigentlich mal interessant zu wissen. Arusan mit der Ecke. Kommen wir an den Kopfball. Sasic, aber zu sehr bedrängt und neben das Tor. Hier, Abby Wombatch, da ist sie. Eine komische Frisur, gefällt mir nicht sonderlich. Aber ganz klar, das war die beste Chance im Spiel für die Amerikanerin. Und unsere beste Chance war eigentlich dieser Fernschuss aus ja, 20, 30 Metern. Aber da muss noch mehr kommen. Wir sind hier im Finale. Oh, schön ausgespielt. Einmal unten. Nein. Aber Einwurf für uns. Was machen wir? Wir probieren es weiter langsam. Warum probiere ich es eigentlich, wenn ich dann doch den Ball verliere? Das ist ein Quatsch, dann kann ich auch schnell nach vorne spielen, dann habe ich wenigstens schneller den Ball verloren. Hier Wombatch, ganz schlechtes Zweikampfverhalten.
Holiday. Schöner Name, Holiday. Aber beide Mannschaften tasten sich immer noch so ein bisschen ab. Große Chancen ist Mangelware. Jetzt vielleicht mal, aber da ist er wieder zu langsam. Und wird da oben ein bisschen umgesetzt. Flanke kommt an, aber Hope Solo. Ah, ich mag das, wenn der Ball in der Hand vom Torwart klebt und der dann aus irgendeinem Grund hinfällt. So, Wombatsch jetzt. Auf dem Weg nach vorne. Und Halbzeit. Also ein bisschen Entspannung. Überraschung, es gibt keine Halbzeitergebnisse aus anderen Spielen. Denn, ja, das ist das Finale. Ich glaube, ein Spiel um Platz 3 gibt es hier gar nicht. Habe ich zumindest nicht gesehen. Und hier sehen wir nochmal den Stand. Halbzeitstand. Deutschland gegen USA 0-0. Ja. War jetzt noch nicht so spannend. Zwei Torschüsse auf jeder Seite. Fitness ist ganz okay. Spielen wir so weiter. Kann mich jetzt auch über die Abwehr nicht beklagen. Also der eine Schuss von Wombatsch, das hätte man vielleicht verteidigen müssen oder verhindern müssen. Aber an sich bin ich momentan mit der Leistung meiner Mannschaft ja insgesamt ganz zufrieden. Oh, ein bisschen mehr Tore oder Torschüsse von unserer Seite wären schön. Aber das Offensivverhalten könnte man noch verbessern. Jetzt kommen die Amerikanerinnen über die Außen. Morgan und O'Reilly. Und da seht ihr, das ist eine andere Qualität als die Mannschaften, gegen die wir bisher gespielt haben. Und das war wieder so eine... Oh, jetzt habe ich es wieder nicht hingekriegt. Und der Wombatsch! Boah, das war eng. Ich habe mal wieder den Ball nicht weggekriegt. Und dann kommt sie frei vor Nadine Angerer zum Schuss. Und die mit einer unglaublichen Reaktion. Und Morgan Bryan kommt jetzt rein für Lauren Holiday. Eben haben wir noch über sie gesprochen. Eckball für die Amerikanerinnen. Oh, der kommt gar nicht schlecht. Da oben ist Wombatsch. Und guck, ich kann den Ball nicht weghauen. Ich kann den Ball nicht weghauen. Also schon wieder eine große Chance für Wombatsch. Und jetzt drücken sie die Amerikanerinnen. Direkt auf Angriff. So, kein Problem. Da seht ihr mal, wie schlecht die teilweise den Ball stoppen. Jetzt wieder diese Schiedsrichterin, die sich so ein bisschen als Amerikanerin tarnt. So ein verkapptes Spiel hier. So, komm. Marozan, komm, hau ihn rein. Aber Hope Solo hat auch aufgepasst. Also, wir haben gute Chancen. Aber wir haben auch zwei... Oh, es war Sasic anscheinend doch. Das war Marozan. Aber wir haben auch zwei sehr, sehr gute Torhüterinnen hier. Und jetzt hier Marozan mit der Ecke. Schauen wir mal, wie gut sie kommt. Da ist Sasic. Schöner Kopfball, aber leider etwas zu unpräzise. Oh, nicht zum Gegner. Da stehen drei Deutsche und du passt direkt zum Gegner. Muss doch nicht sein. Ja, danke. Steht im eigenen Pass im Weg. Marozan? Nein, auch nicht. Mit Marozan kann ich nicht so tricksen, habe ich den Eindruck. Dieses Torschuss antäuschen. 66. Minute haben wir. Immer noch kein Tor, aber die Partie nimmt deutlich Tempo auf. Jetzt wieder Wombatsch. Aber geklärt. Zur Ecke oder gibt es Abstoß? Ich glaube, es gibt Ecke. Ja, morgen geht raus. Und wir schauen auch mal, sollten wir was wechseln? Alushi ist nicht mehr so fit und auch Kemme ist etwas ermüdet. Haben aber gar nicht so viele Verteidiger da. Fällt mir gerade auf. Rechtes Mittelfeld, wen haben wir denn da? Wollen wir Leupolz einwechseln? Ganz einfach, ich finde die sympathisch. Ich finde Leupolz sehr sympathisch. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich sie in echt schon mal gesehen habe. Das ist unglaublich, so diese ich glaube, die ist 20 oder 21 Jahre alt und ist ein ganz kleines Mädchen und
zuckersüß und glaubt man gar nicht, dass sie so eine Nationalmannschaft spielt und eine große Rolle in der Nationalmannschaft spielt. Aber ist super sympathisch. Ist ganz nett. So, Einwurf von bester Position für die deutsche Elf. Rosan. Auf Leupolz. Mal schauen, ist sie fit? Jo, fit ist er auf alle Fälle. Und jetzt nach vorne auf Sasic. Die ist auch nicht mehr so ganz fit. Also die Beine werden langsam schwer. Und die Amerikanerinnen machen es mir wirklich schwer. Also man merkt, die spielen offensiv. Die stellen sich nicht nur rein. Aber wir haben ja auch gesehen, wir haben ja auch Möglichkeiten. Ja, was war das denn? Und wie alle Spielerinnen in die falsche Richtung laufen. Nicht hilfreich. So, Hilfe dahin. Die Tarnschiedsrichterin schon wieder. Das nervt mich gerade am meisten. Ich denke mal, da steht eine Spielerin von den Amis. Aber es ist einfach nur die Schiedsrichterin, die eh nichts macht. So, oh, das war ein gefährlicher Rückpass. Und Hope Solo! Komm, hau rein! Ich wollte eigentlich lupfen. Das war nicht unbedingt gelupft, Fräulein. Das war nicht unbedingt gelupft. Also, Toppin Heath kommt rein für O'Reilly. Und ja, momentan sieht alles danach aus, als hätte es mal wieder eine Verlängerung geben. Würde ich sehr gerne vermeiden. Vor allem, weil ich weiß, dass meine Spielerinnen langsam müde werden. So. Das war mein Kopfball zurück. Ja. So, und da haben wir Leupolz. Die ist frisch drin. Die ist noch so jung. Die hat so kurze Beine und schöne Flanke aber rein. Aber das gibt dann nur Eckball. Aber die Flanke war ganz gut. Eckball wieder mal von Marusan getreten. Da in der Mitte ist Sasic. Anja Kran. Anja, ich weiß nicht, ob sie Anja heißt. Holz. Dribbelt er sich durch. Passt nach vorne auf Sasic. Aber kam nicht an. Da war ein Fuß dazwischen leider. Und jetzt vielleicht der schnelle Konter der Amis. Amerikanerinnen auf Wombatch, aber die kommt nicht mehr dran. Und dann sind wir jetzt auch schon in der letzten Spielminute. Und da probieren wir es nochmal. Hier über Schmidt. Nochmal Einwurf. 2 Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Hier lauf vor, komm. So, Leupolz mit der Flanke. Unten. Und wir haben das Tor in der Nachspielzeit. Durch Anja Mittag. Nachspielzeittreffer. 1:0 Führung im Finale. Das muss die Entscheidung sein. Wahnsinnsflanke von Leupolz. War doch gut, dass wir sie eingewechselt haben. Direkt auf Mittag, die da alleine ist. Und Hope Solo hat keine Chance, weil sie viel zu klein ist. Yes, super. Oh, Nachspielzeit und da schon ein bisschen Zeit vergangen ist, dürfte nicht mehr so viel passieren. Und wie man das ja so macht im Fußball, wechseln wir jetzt nochmal ein bisschen Leute ein, nämlich Petermann für, ja, darf sich Mittag direkt den Applaus abholen. Das ist doch schön. Wechseln wir nochmal aus. Als kleines Dankeschön. Wurde sie jetzt ausgewechselt oder kommt es noch oder nicht? Nein, nicht mehr. Aha. Und jetzt? Aha. Ja. Ja, und so stehen wir jetzt da rum. Ah. Ja, also oben sehen wir, theoretisch würde die Zeit weiterlaufen. Lena Petermann geht jetzt rein und Anja Mittag geht raus. Die Fans jubeln ihr zu. Wahrscheinlich die goldene Torschützin. Hier sehen wir das Tor nochmal. Wunderbarer Treffer. Und ja, die lassen sich natürlich Zeit. So wie man es im Profifußball macht.
So, und dann darf es jetzt endlich auch mal weitergehen. Und jetzt bin ich gespannt, passiert noch was? Und das Spiel ist aus! Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen ist, ja, Weltmeister. Also Sieger des Länderspielpokals der Frauen. Und wir haben ein 1:0 erreicht gegen die Amerikanerinnen, gegen wirklich starke Amerikanerinnen. Das war wirklich die, ja, stärkste Mannschaft. Die sieht aus, als kriegt sie gleich ein Kind. Ja, starke Amerikanerin, das war zu erwarten. Es war am Anfang erst ein sehr, sehr taktisches Spiel. In der zweiten Hälfte ging es dann, ja, auf beiden Seiten viel schneller zu. Und am Ende, ja, mit einem glücklicheren Fuß sozusagen die deutsche Mannschaft. Und hier, ja, die Pokalübergabe mitten auf dem Feld. Und, ja, da ist das begehrte Ding. Den Pokal möchten wir gleich haben und in den Händen halten. Und ja, diesen offiziellen kenne ich nicht. Aber ist egal, er gibt uns den Pokal. Wir sind glücklich. Und da ist das Ding. Die deutsche Nationalmannschaft ist sozusagen Weltmeisterin. Und wir sind glücklich. Wir haben 6 Partien in Folge geschafft und alle gewonnen. Und somit haben wir auch verdient gewonnen. Gegen Schweden haben wir ein bisschen gezittert, nur im Elfmeterschießen weiter. Und ja, ganz schön großer Pokal, oder? Das ist jetzt unser Ding, die Ehrenrunde hier im spanischen Stadion. Und ja, alle sind glücklich. Sasic hat ihren Beitrag gegen Schweden getan. Ja, wie heißt immer, der Star ist die Mannschaft. Finde ich sehr cool, wie sie auch hier die Animationen eingebaut haben, dass man nicht nur den Pokal kriegt und gut ist, sondern auch hier die Ehrenrunde. Oh, Feuerwerk gibt's auch noch. Coole Sache. Und ja, das haben wir uns verdient. Gruppenfoto mit Pokal. Nadine Angerer mitten drin. Länderspielpokal der Frauenmeister Deutschland. Und ja, super. Wir haben gewonnen. Hier im Hintergrund sehen wir dann nochmal die besten Szenen aus diesem Finale. Und ja, ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen bei dem Länderspielpokal der Frauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben jetzt momentan leider keine anderen Spielmodi mehr, die wir mit den Frauen tatsächlich spielen können. Tatsächlich gehen ja nur Freundschaftsspiele und eben dieser Pokalmodus. Und ja, leider gehen auch nicht mal Online-Spiele. Das finde ich fast ein bisschen schade, weil online fände ich es fast interessanter. Aber ja, somit kann ich euch nichts Neues mehr zeigen. Und ich glaube, einmal diese Partie mit den Frauen, einmal dieses Turnier reicht auch insgesamt. Und ja, wir haben ja noch ein paar andere Let's Plays oder zu FIFA 16 laufen, unsere Online-Seasons, ganz viel im Ultimate Team. Wenn ihr trotzdem noch mehr von den Frauen sehen möchtet, dann ja, schreibt es mir in die Kommentare und dann können wir darüber diskutieren. Genau. Also, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder FIFA 16 spielen. Nicht mit den Frauen, aber etwas anderes. Und ja, bis dann. Servus und tschüss. Weltmeister!